Viele Menschen halten Jesus für total stolz. Sie fragen: Jesus, woher willst du das wissen? Jesus hat tatsächlich ziemlich krasse Aussagen getätigt, zum Beispiel Aussagen über sich. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, das Licht hat und nicht in der Finsternis bleibt. Oder er hat Verheißungen für uns gesagt. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Aber Jesus hat auch ziemlich schockierende Worte gesagt, und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, und die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht, und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen: Ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit und der ins Verderben führt, und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Warum sind selbst viele Christen schockiert über die Aussagen Jesu? Weil ihnen in den Kirchen und Freikirchen ein Zuckerevangelium eines lieben Gottes und eines breiten Weges gepredigt wird, eines Gottes des Mehrwertes, der keine Anforderungen stellt. Und dann halten sie Menschen, die ein scharfes Evangelium predigen, für lieblos und stolz. So wie die Pharisäer Jesus für stolz hielten, als er von sich sagte, dass er Gottes Sohn ist. Der breite Weg ist der Weg in den Kirchen und Freikirchen. Wir müssen den schmalen Weg suchen und finden. Was kannst du tun? Lies Gottes Wort, prüfe in Gottes Wort, ob es sich so verhält, und dann siehst du, wie ernst die Lage ist. Glaube nicht der Heuchelei und dem falschen Evangelium, das von vielen Kanzeln her gepredigt wird. Jesu Warnungen sind Ausdruck seiner Liebe zu uns.